Jeden Tag dringender stellt sich die Frage, ob Griechenland noch zu retten ist. Es gab ja noch nicht mal oder gibt noch nicht mal eine Regierung in Athen, mit der man verhandeln könnte, wenn man überhaupt verhandeln wollte. Und es wird immer offener darüber gesprochen, dass jetzt ein Ende mit Schrecken die am wenigsten schlimme Lösung wäre. Griechenland bankrott und raus aus dem Euro. An sowas hat niemand gedacht, als die Verträge geschrieben wurden. Wie soll das also jetzt gehen? Szenarien von Benjamin Djalowski und Andreas Weise. Die Eurosonne versinkt hinter der Akropolis. Ein Abschiedsszenario, das lange niemand sehen wollte und das rechtlich auch gar nicht geht. Man kann die Griechen nicht zwingen, aus der Eurozone auszutreten. So einfach ist das. Und hier steht es drin, im Maastricht-Vertrag von 92. Dickes Buch, aber kein Wort dazu, wie ein sündiges Land aus der Eurozone rauszukriegen ist. Im Lissabon-Vertrag von 2009 gibt es dafür eine Regelung. Allerdings gilt die nur für die ganze EU, nicht für den Euroraum. Griechenland also raus aus dem Euro. Nur wie? Das wird nicht entschieden werden durch einen Kabinettsbeschluss oder durch den Europäischen Rat, sondern im Grunde genommen nur durch die Europäische Zentralbank. Denn die Europäische Zentralbank hat es in der Hand, das griechische Bankensystem vom Rest von Europa abzukoppeln. Und wenn das passiert, ist de facto Griechenland nicht mehr im Euro. Heißt im Klartext, Griechenland ist weg vom Euro, wenn die EZB den Geldhahn zudreht. Und nur dann. Und die Folgen, konkret, für Griechenland? Sicher ist, eine Rückkehr zur Drachme würde die Wirtschaft des Landes schwer erschüttern. Griechische Staatsanleihen wären über Jahre wohl unverkäuflich, Investoren auf lange Sicht verprellt. Sofort würden viele Griechen versuchen, ihr Geld zu retten. Es droht ein ähnliches Szenario wie vor 10 Jahren in Argentinien. Soldaten bewachen die Bankautomaten und die Regierung legt eine Höchstgrenze fest, wie viel Geld jeder Bürger am Tag abheben darf. Ausnahmezustand. Es käme natürlich zu einem Run auf die Banken. Die Leute würden versuchen, möglichst viel Geld noch rauszuholen, Scheine noch zu haben. Man müsste vielleicht sogar Grenzkontrollen einführen und darauf achten, dass dann die herausgezogenen Geldscheine nicht exportiert werden. Die müssten vielleicht umgestempelt werden in neue griechische Währung. Es wäre also mit ziemlichem Chaos verbunden. Und doch brächte die Drachme den Griechen auch Positives. Durch die neue, schwache Währung würden Importe nach Griechenland zwar erstmal teurer werden. Einen ausländischen Kühlschrank beispielsweise würde sich wohl kaum noch jemand leisten können. Vielleicht aber würde so die einheimische Wirtschaft angekurbelt. Griechische Produkte würden im Ausland auf jeden Fall billiger und attraktiver und auch im Tourismus könnte Griechenland profitieren. Fragt sich aber, was ein Austritt Griechenlands Deutschland kosten würde. Denn teuer wird es sicher werden. Das geliehene Geld wäre weg. Und griechische Staatsanleihen könnte man wohl weitestgehend abschreiben. Es sind ja Zahlen im Gespräch. Man geht eben aus, wenn Griechenland austritt, ist in etwa 80 Milliarden Euro etwa für Deutschland verloren. Den Zusammenbruch der ganzen Eurozone befürchten Experten allerdings nicht mehr. Man kann natürlich eine Ansteckungsgefahr nicht ausschließen, aber ich denke doch, dass man das Risiko inzwischen verringert hat, deutlich verringert hat. Noch sind es nur Szenarien. Doch für Griechenlands Zukunft im Euro wird es langsam Abend. Was nun also Europa? Reden wir mit unseren Korrespondenten an den Schaltstellen. Antje Pieper in Athen. Wir hören da jetzt, es gibt nach all den letzten Hoffnungen auf eine Regierungsbildung jetzt eine neue, allerletzte. Was soll das sein? Ja, der Staatspräsident hat erneut eine Art Expertenregierung vorgeschlagen mit dem Argument, Griechenland habe keine Zeit zu verlieren. Ob das jetzt Erfolg hat, morgen will man sich noch mal treffen. Man hat ja von hier aus den Eindruck, dass die Griechen zwar im Euro drin bleiben, aber nichts mehr dafür opfern wollen. Wie stellen Sie sich das vor? Nein, es geht hier nicht darum, irgendwas kostenlos zu bekommen oder alle Schulden erlassen zu bekommen. Die Griechen möchten überhaupt erstmal wieder in die Lage versetzt werden, irgendwann mal Geld zurückzuzahlen mit einer funktionierenden Wirtschaft. Und darum geht es hier nicht darum, gar keine Sparmaßnahmen zu machen, sondern das alles in einem erträglichen Maß zu gestalten und vielleicht Ziele 1-2 Jahre später zu erreichen. Das würde die Last für die Griechen hier schon erträglicher gestalten. Das gibt den Ball sozusagen weiter nach Brüssel. Dort ist für uns Udo von Kampen. Udo, gibt es dort hinter den Kulissen die Bereitschaft, Griechen doch noch mal entgegenzukommen, vielleicht über die Zahlungsfristen da noch einen Aufschub zu gewähren?
Also mein Eindruck ist, die Bereitschaft, Griechenland weiterzuhelfen, die sinkt doch dramatisch hier in Brüssel, obwohl offiziell hier immer betont wird, Griechenland, wir wollen, dass die Griechen eben im Euro bleiben. Doch hinter den Kulissen wird heftig an einem Plan B gearbeitet, hier in der EU-Kommission, aber auch im Finanzministerium in Berlin. Man will vorbereitet sein auf den Fall der Fälle, auf eine Pleite. Und neu ist, man sagt jetzt ganz offen, die Risiken, die seien doch jetzt beherrschbar. Zur Stunde wird eben noch verhandelt. Hier sitzen die Finanzminister zusammen und auch der Plan wurde ins Spiel gebracht. Man solle den Griechen doch längere Fristen geben, bis sie ihre Sparziele umsetzen. Doch ohne eine tragfähige Regierung, die sich eindeutig zu den Sparzielen bekennt, halte ich solche Zugeständnisse für ausgeschlossen. Und das Ganze, Dankeschön, Udo, verfolgt Franz Zink für uns an den Börsen. Franz, haben die Märkte noch einen Rest von Geduld mit Griechenland oder ist denen Griechenland inzwischen egal? Also der Geduldsfaden der Märkte mit Griechenland ist schon längst gerissen. Es gibt niemanden, der dem Land noch freiwillig auch nur einen Cent leihen würde. Geld bekommt es aus Rettungsschirmen, aber der Staatsbankrott drückt trotzdem von Tag zu Tag näher. Trotzdem ist es den Märkten Griechenland nicht egal, schon gar nicht nach dem Wahlausgang. Was bisher zwar in Szenarien schon mal gedanklich durchgespielt wurde, nämlich der Austritt Griechenlands aus dem Euro, das wird nun als eine reale Möglichkeit gesehen und diskutiert. Beängstigende Zahlen werden herumgereicht, die für wachsende Nervosität an den Börsen sorgen. Kostet es die Eurozone 300 oder 500 Milliarden Euro, kostet es Deutschland 40, 60 oder noch mehr Milliarden. Was wäre für die Stabilität und das Ansehen von Eurozone und Euro weniger schlimm, wenn die Griechen bei einem Staatsbankrott noch Euro-Mitglied sind oder sollten sie schon vorher ausgetreten sein? Fragen, die an den Märkten hier sehr, sehr stark diskutiert werden.